Ja, ich stehe hier vor den 5 Millionen Wasserstandsmeldungen, eine Arbeit, die ich auf Sylt in 2005 ausgestellt habe und auf der anderen Seite gegenüber, die ich 15 Jahre später gemacht habe. Abstand halten, Social Distancing, das kennen wir seit ein paar Wochen zur Seuchenabwehr und ist uns dadurch richtig bewusst geworden. Aber das Phänomen der Wagenburg der Gleichgesinnten, das gibt es schon viel länger, und zwar im geistigen Leben. Dieser intellektuelle Vorgang, wo man die Andersdenkenden stigmatisiert, weil sie anders denken wie man selbst, das ist eine eigene Art von Virus, der unsere Gesellschaft zunehmend spaltet. Die Wasserstandsmeldungen, das ist sozusagen die intellektuelle Variante des Social Distancing. Und die schafft neue Grenzen und hindert uns Menschen in ihrer Vielschichtigkeit wahrzunehmen und Differenzen bis zu einem gewissen Punkt zu ertragen. Nicht nur die Gesellschaft ist divers, sondern auch die Individuen sind es. Und die Aufmerksamkeit in unserer Netzwerkgesellschaft ist der Engpassfaktor. Informationsüberflutung führt zu immer neuen Mechanismen der Wahrnehmung, einer selektiven Wahrnehmung, und wir prägen die durch oberflächlichen Scannen in den Nachrichten unsere Informationsaufnahme. Ja, was bedeutet das für die Beziehungen zwischen den Menschen? Was passiert, wenn man irgendeinen anderen Filter nimmt, anstatt der eine liest Facebook, der andere Tageszeitung, der andere schaut nur die 20 Uhr Nachrichten? Was passiert, wenn man einen komplett anderen Filter der Nachrichtenaufnahme nimmt? Ich habe es hier an dem Beispiel 5 Millionen oder im anderen Raum 5 Milliarden getan, und plötzlich bekommt man ganz andere Nachrichten, und jeder kann für sich selbst feststellen, ob er diese Nachrichten kennt, ob sie relevant für ihn sind und warum er sie nicht kennt, und wenn sie sogar relevant sind, was das dann bedeutet, ob sein Informationsverhalten vielleicht nachgebessert werden müsste. Und dieses kritische Hinterfragen von Informationen ist eben genau das, was ich hiermit thematisiere, weil das eine Schlüsselkompetenz einer funktionierenden Demokratie im 21. Jahrhundert für mich darstellt. Man spiegelt im Netz nicht nur seine eigenen Vorurteile, seine Meinungen und Vorlieben und blendet zunehmend Konträres aus, weil man darauf keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Dieser Filter nimmt darauf keine Rücksicht. Man muss sich also des Filterns bewusst sein und sollte eben bei den Meldungen und bei seiner Online-Suchtechnik den auch geschickt einsetzen und sich nicht fremdbestimmen und dominieren lassen. Ein offener Austausch von Informationen mit den Mitmenschen unterschiedlicher Meinung ist unumgänglich für ein höchstmögliches Abbild einer Wirklichkeit. Als Alltagsnachrichten werden also hier die Überschriften zusammengetragen, in denen die Zahl 5 vorkommt. 5 Millionen, 5 Milliarden, und eben auf diese PVC-Platten, einmal 1 Meter, thematisch geordnet nach 5 verschiedenen Nachrichtenblöcken. Und dem Betrachter bleibt es überlassen, wie er mit diesen Nachrichten umgeht. Ob das Ausmaß des Wasserstandes für ihn hoch oder niedrig ist, muss er selbst herausfinden und einschätzen, ob es für ihn mehr Ebbe oder Flut ist, die Dringlichkeit relevant ist, oder sind 5 Millionen also viel oder wenig?